In diesem Video wollen wir wie immer am Anfang eine kurze Wiederholung machen und uns anschließend mit der Frage beschäftigen, was eigentlich die Lösung von so einer Gleichung ist oder so einer. Also wenn zum Beispiel wir x Quadrat gleich minus 4 haben, können wir das in den reellen Zahlen lösen? Ja, nein, wieso nicht, wieso schon? Und x hoch 3 gleich minus 8. Ist das nicht eh dasselbe? Wenn das eine nicht geht, wird das andere auch nicht gehen. Oder wenn das eine geht, geht das andere auch. Diese Fragen werden wir uns dann ansehen. Aber davor schauen wir uns ganz kurz das vom letzten Video nochmal an. Da haben wir uns die Frage gestellt, welche Lösungen eigentlich die Gleichung x² gleich 4 hat. Zunächst haben wir uns dann die Frage gestellt, welche Zahl muss ich zweifach mit sich selbst multiplizieren, damit ich auf 4 komme? Und die Antwort ist da dann plus minus Wurzel 4 gewesen. Somit haben wir als Lösung x1 2 und x2 gleich minus 2. Und anschließend haben wir dann noch die Lösungsmenge aufgestellt mit minus 2 bei Strich 2. Kommen wir nun zu den Fragen, die wir in diesem Video beantworten wollen. Dazu sehen wir uns dieses Fenster an. Und wir beschäftigen uns in diesem Fenster eben mit dem Ausdruck Wurzel von minus 4 und warum eben der in den reellen Zahlen sinnlos ist. Denn eine Gleichung wie diese, x² gleich minus 4, hat eben keine reelle Lösung, da es keine reelle Zahl gibt, die ich mit sich selbst multiplizieren kann, um anschließend auf minus 4 zu kommen. Denn auch wenn wir minus 2 nehmen, minus 2 mal minus 2 ist eben plus 4 und 2 mal 2 ist auch 4. Aber wir kommen einfach nicht auf minus 4, denn durch das Quadrat werden negative Zahlen immer positiv und positive Zahlen bleiben sowieso positiv. Also haben wir keine Möglichkeit, auf minus 4 in den reellen Zahlen zu gelangen. Keine Sorge für alle, die sich jetzt denken, kann man nicht doch irgendwie die Gleichung lösen? Ja, das kann man. Und das könnt ihr euch im Arbeitsblatt Komplexe Zahlen näher ansehen. Es sei nur so viel verraten, in dem Arbeitsblatt wird dargelegt, dass die Wurzel von minus 4 doch sinnvoll sein kann. Wir wollen uns jetzt noch mit dem Ausdruck der dritten Wurzel von minus 8 beschäftigen, weil dem können wir im Gegensatz zur Quadratwurzel von minus 4 einen Sinn geben, und zwar auch schon in den reellen Zahlen. Mit der dritten Wurzel von minus 8 können wir nämlich die Gleichung x hoch 3 gleich minus 8 lösen. Und diese Gleichung hat genau eine reelle Lösung. Nicht so wie die oben stehende x² gleich minus 4. Die hat nämlich keine reelle Lösung. Und somit ist die Wurzel von minus 4 ja auch nicht sinnvoll. Und hier haben wir eben eine reelle Lösung, denn es gibt eine Zahl, für die das gilt. Also stellen wir uns mal die Frage, welche Zahl muss ich dreifach mit sich selbst multiplizieren, um minus 8 zu erhalten? Am besten, du probierst das jetzt selbstständig zu lösen, und wenn du die Antwort darauf findest, dann hast du nämlich die Lösung der Gleichung x hoch 3 gleich minus 8 gefunden. Drücke dazu auf Pause. Und die Lösung auf die Frage ist minus 2, da minus 2 hoch 3 gleich minus 2 mal minus 2 mal minus 2 ist. Und minus 2 mal minus 2 ist 4. 4 mal minus 2 ist aber minus 8. Somit haben wir eine Zahl gefunden, die dreifach mit sich selbst multipliziert minus 8 ergibt. Daher ist minus 2 unsere Lösung der Gleichung x hoch 3 gleich minus 8. Tragen wir also minus 2 ein, da das unsere Lösung ist. In diesem Video haben wir also gelernt, warum die Quadratwurzel von minus 4 kein sinnvoller Ausdruck in den reellen Zahlen ist, aber in den komplexen Zahlen schon, dazu der Verweis auf das andere Arbeitsblatt. Und dass die dritte Wurzel von minus 8 schon einen Sinn hat in den reellen Zahlen, nämlich
Sie ist minus 2 und mit ihr können wir die Gleichung x hoch 3 gleich minus 8 lösen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.